Fangen wir an. Herzlich willkommen zu den Energy Weeks, heute zum Thema E-Commerce für die Energiewirtschaft. Herzlich willkommen zur dritten Session-Reihe, die wir dieses Jahr durchführen. Und wir informieren hier jeweils dienstags von 15 bis 16 Uhr jetzt im dritten Slot über interessante neue Themen, aktuelle Themen aus der Energiewirtschaft für die Energiewirtschaft. Dies jetzt in der dritten Session-Ausgabe unter dem Thema Energy Weeks. Vorher hatten wir das Items-Forum als Digitalpräsenz für eine leider abgesagte Präsenzveranstaltung. Und danach hatten wir die LoRa Weeks und jetzt haben wir die Energy Weeks. Wir haben uns vor 3 Wochen zum Thema Redispatch 2.0 ausgetauscht und informiert. Wir haben vor 2 Wochen das Thema EEG-Novelle 2021 hier vorgetragen und letzte Woche haben wir das Thema digitale Kundenschnittstelle näher beleuchtet. Und heute geht es um das Thema elektronische Vertriebsprozesse im Wesentlichen, aber ganz genau um das Thema E-Commerce für die Energiewirtschaft. Und da freue ich mich, heute einen Experten auf diesem Gebiet und auch keinen Unbekannten in der Energiewirtschaft begrüßen zu dürfen, Herrn Michel Nicolai von der Firma ePilot. Herr Nicolai, herzlich willkommen. Und alle Teilnehmer, die jetzt schon zu uns gefunden haben, ganz herzlich willkommen nochmal von mir, Andreas Müller. Ich würde ganz gerne noch drei Sachen sagen zum Organisatorischen. Die Session wird aufgezeichnet und wir werden den Film auf einem geschützten YouTube-Kanal hochladen und im Nachgang an die Teilnehmer versenden, wie auch die Unterlagen zu dieser Digital-Session. Und es dürfen Fragen gestellt werden. Und da ich davon ausgehen kann, dass heute Fragen gestellt werden, weise ich nochmal darauf hin, dass über die Fragenfunktion hier in der Session eben die Fragen an mich gestellt werden können. Ich würde sie dann eben an Herrn Nicolai stellen und wir finden uns dann ja, bilateral über die Fragen hier austauschen. Ja, herzlichen Dank, dass alle dazugeschaltet haben und herzlichen Dank, Herr Nicolai, für ja, die Teilnahme als Referent heute hier. Und ich würde sagen, Ihre Bühne für heute. Ja, vielen Dank, Herr Sommer, für die gute Einführung und ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus nochmal an alle Teilnehmer. Ich freue mich, dass ich heute entsprechend bei dem sehr modernen Format von Items dabei sein darf und ja, würde Ihnen einfach gerne in den knapp 40 Minuten, die jetzt folgen werden, dann einfach mal zeigen, wie wir den Markt verstehen, wie wir ePilot-seitig eben auch entsprechend dann digitalen Vertrieb interpretieren und auch mit ePilot eben ermöglichen, wie Sie es dann entsprechend gegenüber Ihren Kunden auch vermarkten können. Und ja, Herr Sommer hat es gerade schon gesagt, wir freuen uns natürlich, wenn das eine interaktive Veranstaltung wird, wo Sie einfach jederzeit natürlich Fragen stellen können. Herr Sommer wird, wie er gerade schon gesagt hat, dann auch darauf achten, weil ich sehe es nicht die ganze Zeit, ich bin jetzt mehr auf den Vortrag fokussiert. Aber gemeinsam kriegen wir es auf jeden Fall hin und ja, stellen Sie ruhig fleißig Fragen, dann kommen wir einfach auch in so eine gemeinsame Diskussion rein, da würde ich mich sehr freuen. Ja, ePilot, das E-Commerce-Ökosystem für die Energiewelt. Alle Produkte und Dienstleistungen einfach digital und konzentriert in Prozessen managen. Ja, vielleicht vorweg die Frage, die ich jetzt entsprechend stelle, wie sind wir eigentlich dazu gekommen, uns genau in so einem Spannungsfeld mit ePilot hineinzubegeben? Ist relativ einfach. Normalerweise würde jetzt eine E-Pilot-Folie folgen, wo wir uns kurz vorstellen. Ich habe gesehen, dass meine Referentin die ans Ende gepackt hat. Das macht aber nichts, da werde ich zum Ende hier nochmal drauf eingehen. Aber vielleicht so die Schmerzpunkte, die wir im Gründungsteam und mit den tollen Mitarbeitern, die wir jetzt haben, einfach immer wieder sehen oder auch entdeckt haben, ist, man hat einfach bei den meisten Energieversorgern, aber auch bei Netzbetreibern wird das Thema immer wichtiger, schon das Thema, dass man mit der IT-Landschaft, so wie sie heute aufgebaut ist, eigentlich im Wesentlichen 2 Hauptprobleme hat. Man ist nicht flexibel genug. Das heißt, Agilität, die heute gerade an der Kundenschnittstelle gefordert ist, kann nicht so umgesetzt werden, wie es vielleicht bei Ihnen in den Köpfen
angekommen ist, wie sie es gerne möchten. Das liegt natürlich vor allem auch daran, dass man relativ starre, logischerweise auch starre IT-Landschaft, die sehr regulatorisch auch in der Vergangenheit geprägt wurde, entsprechend vorfindet, wo diese Flexibilität eben dann nicht so einfach möglich ist, die aber natürlich gerade im Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen immer wichtiger wird. Da geht es um Geschwindigkeit und die Möglichkeit, wirklich auch flexibel Dinge auszuprobieren, auf Wettbewerbssituationen zu reagieren, in MVPs zu denken, also wirklich mit Minimalkonfiguration möglichst schon Kundenmehrwert entsprechend auch zu generieren. Und klar, wenn man es aus Kundensicht denkt, und das ist ja das, was wir alle gemeinsam auch tun sollten, nicht vom SAP aus zu denken, wie es heute noch oft der Fall ist, zumindest nach meiner Erfahrung, oh, wie kriege ich das eigentlich, was wir uns Tolles überlegt haben, dann hinten auch abgerechnet, sondern wirklich zu schauen, was erwartet der Kunde heute eigentlich von mir als Energieversorger, wenn ich ihm entsprechende Produkte, und ich rede nicht nur von Strom und Gas, sondern von all den weiteren Themen, die viele Häuser ja mittlerweile schon anbieten, wie möchte er das eigentlich erleben? Ja, und wir sehen einfach, dass Kunden und da wird einfach gerade durch Corona, das muss ich Ihnen jetzt nicht erzählen, nochmal wahnsinnig das ganze Thema Digitalaffinität gefördert. Kunden setzen sich stärker mit digitalen Angeboten auseinander. Wahrscheinlich ist jeder von Ihnen auch mindestens schon einmal in seinem Leben Käufer bei Amazon gewesen oder ähnlichen großen Shopwelten. Genau diese Einfachheit überträgt man einfach als Kunde schon unterbewusst auch auf alle anderen Geschäftsbereiche, wo man sich als Kunde eben bewegt. Und dazu gehört natürlich auch sein Energieversorger. Das heißt, zu überlegen, Customer Experience, was heißt das? Wie kann ich das digital möglichst einfach, möglichst attraktiv aufbauen? Da schlagen nach unserer Erfahrung die meisten Angebote heute noch fehl oder sind einfach noch nicht so weit, wie man das vielleicht als E-Commerce-Standard in anderen Bereichen schon gewohnt ist. Ein weiterer Schmerzpunkt, und das ist das, was ich eingangs schon gesagt habe, ist, geht dann einher natürlich mit der fragmentierten Softwarelandschaft. Das ist auch kein Spezifikum der Energiewirtschaft. Man sieht es in vielen Branchen, wo man muss noch Richtung Automobilbereich gucken. Man kann in die Wohnungswirtschaft gucken, man kann in viele Bereiche gucken. Ich bin kein Fan davon zu sagen, die Energieversorger, die hinken so hinterher, so sehe ich das nicht. Ich glaube, überall da, wo einfach Unternehmen mit einer langen Tradition, und da gehört die Energiebranche ja zweifelsohne dazu, wo man eben auf solche Branchen trifft, findet man das einfach vor, dass Systemwelten gewachsen sind, vielleicht auch regulatorisch geprägt wurden und eben dann diesen Anforderungen von Geschwindigkeit, Flexibilität, vom Kunden aus zu denken. Dafür wurde Software in der Vergangenheit nicht gebaut. Das müssen wir natürlich aber jetzt so weit heilen, dass man in der Lage ist, hier auch die vorzufindenden Erwartungen des Kunden dann einfach auch zu decken. Dafür gehört für uns ganz klar, Ende zu Ende zu denken oder End-to-End, wie man es ja so neudeutsch schön sagt. Sprich, wirklich angefangen von der ersten Kundeninteraktion, und die wird immer stärker, da muss ich jetzt kein Prophet sein, die wird immer stärker auch in die digitale Welt verlagert. Natürlich spielt spielen Offline-Kontakte immer noch eine große Rolle, und hier sehe ich auch noch viele Chancen, wenn man diese moderner unterfüttert, also wirklich auch digitaler unterfüttert, dass man hier auch noch einen riesen Hebel hat, als Energieversorger auch Offline-Kunden noch besser für die Themen, die man gerne platzieren möchte, auch abzuholen. Ein super Beispiel sind Apple Stores. Apple ist eins der führenden digitalen Unternehmen, aber sie haben eben auch tolle Ladengeschäfte, wo es einfach Spaß macht, auch noch offline zu shoppen. Und genau das sehen wir eigentlich so als Gründungsidee von ePilot, wo wir im Markt, und da kommen wir später auch noch zu, momentan auch sehr viel Momentum, sprich sehr viel, sehr erfolgreich unterwegs sind. Was heißt das jetzt, wenn wir einfach mal ein bisschen konkreter abgeleitet aus diesen Schmerzpunkten, die wir von vielen, wie gesagt, Kunden einfach dann erfahren haben? Wie gehen wir damit eigentlich um? Was heißt genau Ende zu Ende eigentlich wie Pilot? Ende zu Ende bedeutet, vorne das, was an digitalen Interaktionspunkten vorhanden ist oder vorhanden sein sollte, das kann ganz klassisch eine Strom- und Gaspreis-Journey sein.
Das kann bei Häusern, die vielleicht ins Glasfasergeschäft gegangen sind. Und ich werde, wenn wir hinterher die Zeit haben, das auch nochmal gerne live zeigen, damit es auch nochmal ein bisschen anfassbarer wird für Sie. Da fängt für uns das ganze Thema Interaktion an. Da findet die ganze Lead-Generierung oder vielleicht sogar auch schon Online-Bestellung, wenn die Produkte dafür geeignet sind, an. Da fängt für uns aber auch das ganze Thema Cross- und Upselling an. Das heißt, so wie heute typischerweise Produkte singulär vermarktet werden, so Strom und Gas, Standalone, und dann gibt es irgendwo vielleicht jetzt mittlerweile ein E-Mobilitätsgeschäft, vielleicht auch ein Wärmegeschäft, vielleicht auch etwas um Solar-Speichersysteme herum, Breitband und so weiter. Das muss viel stärker in ein schlüssiges Ökosystem, Produktökosystem für den Kunden geschlossen werden, miteinander verzahnt werden. Und genau dafür ist ePilot an der Stelle da. Also einmal wirklich sehr modern, sehr einfach, mit hoher Geschwindigkeit und Flexibilität, Interaktionspunkte mit dem Kunden oder wie man auch neudeutsch sagt, Touchpoints aufzubauen. Das können Klickstrecken sein, das können Kontaktformulare sein, das können Serviceanfragen sein rund um den Hausanschluss und Betriebssetzung auf Netzebene. Und das können eben aber auch große Bundling-Welten sein, wo man, und ich hoffe, es ist gleich schon live, können wir dann in Karlsruhe zeigen, wie man Strom und Gas mit Playstations und so weiter eben auch kombinieren kann, um Produkte auch einfach attraktiver zu gestalten. Das ist der erste Schritt in dem Prozesszyklus und dann geht es eben weiter in das ganze Thema Auftragsbearbeitung. Hier oben sehen Sie auch Mitarbeiterportal. Also der erste Schritt ist klar Richtung Endkunden, Privat- und Geschäftskunden adressiert. Beim zweiten Step geht es natürlich darum, dass Mitarbeiter, ob es Vertriebsmitarbeiter, technische Mitarbeiter sind, dann solche Anfragen, Abschlüsse entsprechend auch effizient, digital und in einer hohen Transparenz für alle Beteiligten im Prozess, sowohl im eigenen Unternehmen, aber auch natürlich in Richtung des Kunden, dann zu bearbeiten. Wir haben heute oft noch dieses Blackbox-Thinking. Der Kunde gibt irgendwelche Informationen, sei es über ein Kontaktformular ein, hört dann lange nichts und nach 6 Wochen kommt zum Beispiel das Contracting-Angebot für die Heizungsanlage. Das sind so Klassiker, die ich seit 10 Jahren im Markt begleite und auch heute immer noch sehe. So wird man niemals in einer digitalen oder in einer stärker digitalisierten Welt, und wir entwickeln uns gerade mit hoher Geschwindigkeit, durch Corona nochmal deutlich beschleunigt in die Richtung, wird man nicht erfolgreich sein. Das sollte wirklich allen Beteiligten auch klar sein. Hier haben wir aber auch die Möglichkeiten, genau diese Transparenz. Es können auch dann Handwerksbetriebe sein, Vertriebspartner, die man vielleicht auch in den Prozessen, um sie erfolgreich Ende zu Ende durchzuführen, benötigt. Hier muss man in alle Richtungen wirklich auch eine hohe Transparenz leben. Das kann eben im Mitarbeiterportal dann sehr einfach orchestriert werden und auch gemanagt werden. Dann ist es natürlich so, Strom und Gas sind jetzt Beispiele, genau wie ein Versicherungsprodukt. Das ist ein virtuelles Produkt, was natürlich dann automatisiert zum Beispiel dann ins SAP ICU übertragen werden kann, wo auch schon alle dahinterliegenden Prozesse wie die Marktkommunikation natürlich geschliffen sind. Hier gibt es eigentlich, außer es gibt vielleicht irgendwelche Problemfälle, die nochmal nachbearbeitet werden müssen, aber in der Regel kann man hier in der Dunkelverarbeitung so eine Kundenanfrage oder Abschluss einfach auch automatisiert behandeln. Wenn wir jetzt an sowas denken, und da zeige ich gleich mal das Beispiel von der SVO aus Celle, wenn man zum Beispiel an das Thema E-Mobility denkt, Sie werden es wahrscheinlich auch gehört haben, da gibt es jetzt 900 Euro vom Staat für die Installation einer Wallbox als Privatkunde. Hier weiß man in der Regel nicht direkt online, ist das so bestellfähig oder nicht, muss vielleicht noch gebuddelt werden, wie viele Wandbrüche haben wir eigentlich bis zum Zählerkasten, ist der Zählerkasten eigentlich THW-konform, muss der vielleicht auf den Stand der Technik aufgerüstet werden, wenn man diese Wallbox installieren möchte, muss vielleicht Richtung Netzbetreiber auch noch das Ganze angezeigt werden, weil es vielleicht eine Wallbox mit 22 kW ist, also nicht so einfach installiert werden darf. Also da sieht man schon, so ein Prozess ist deutlich komplexer. Der ist vielleicht auch mit Vorortbegehungen versehen. Sowas ist maximal teilautomatisierbar. Und genau dafür bieten wir auch dann entsprechend über das Mitarbeiterportal die entsprechende Prozessführung an, um das zu vereinfachen, den Prozess effizienter zu gestalten, ihn auch deutlich schneller durchführbar zu machen und natürlich aber auch dann, was ich gerade schon gesagt habe, die Transparenz zu schaffen.
Dann ist natürlich wichtig, wenn wir das Thema E-Mobility jetzt einfach mal nehmen. Jetzt sagen wir einfach mal, der Kunde Meier hat jetzt hier vorne eine Ladestation angefragt, eine Wallbox. Jetzt läuft das einfach hinten rein in die Auftragsbearbeitung. Mitarbeiter bekommen hier vom Smartphone E-Pilot sofort eine Push-Benachrichtigung. Da ist eine neue Anfrage von der Meier da. Jetzt prüft man das Ganze, sagt, ja, das passt soweit, Bonität ist okay, schiebt den Prozess in die nächste Prozessphase. Und dann holt man hier entweder manuell oder auch automatisierter den entsprechenden Elektrofachbetrieb, der einen einfach prozessual unterstützt und für die Technik verantwortlich ist, mit hinzu. Das heißt, das ist in ePilot nahtlos möglich. Sie können beliebig Ihre regionalen Partnerschaften, die Sie vielleicht schon aufgebaut haben für so ein Produkt, Elektromobilität, oder gerade dabei sind aufzubauen oder vielleicht auch noch gar kein Partnernetzwerk haben, das ist auch kein Problem. Wir haben genug Partner in unserem bestehenden Partnernetzwerk für solche Produkte wie E-Mobility, kann man die sehr einfach in die eigene Prozessroutine auch mit übernehmen. Um dann hier auch diese Zusammenarbeit oder wie wir sagen, Kollaboration zu ermöglichen, um möglichst schnell natürlich dann dem Kunden auch zu sagen, ja, es geht, das und das kostet, hier bitte entsprechend abschließen. Und dann kann so ein technischer Partner auch die Wallbox, in dem Fall für Meier, dann einfach installieren. Jetzt ist das irgendwann erfolgreich passiert. Wenn wir eine Integration zum Beispiel auch Richtung SAP an der Stelle haben, könnte man auch automatisiert dann aus dem Mitarbeiterportal die Abrechnung anstoßen. Und dann kommen wir zur letzten Meile. Und das ist das, wo wir dringend gemeinsam auch hin müssen, nicht nur hin möchten. Ja, wir möchten dahin, aber wir sollten auch dahin kommen. Ist das ganze Thema aktives Kundenmanagement, Bestandskundenmanagement. ePilot bietet hier einfach eine Kundenportalwelt an, die auch von Woche zu Woche weiter wächst, die dann natürlich neben den klassischen Self-Service-Möglichkeiten, wie man es jetzt aus dem Commodity-Portal kennt, dann aber auch die Möglichkeit bietet. Und das ist für uns ganz wichtig, weil wir glauben, nur so geht es auch in Zukunft erfolgreich. Jetzt ist der Kunde vielleicht schon Strom- und Gaskunde bei Ihnen. Der Kunde Meier, immer wieder den Kunden Meier. Und jetzt bestellt er wirklich noch eine Wallbox. Ihr technischer Partner hat das alles geprüft, es geht, es wurde umgesetzt. Der Kunde kann jetzt entsprechend laden, das wurde auch alles abgerechnet. Jetzt kriegt er von ePilot entsprechend, dann würde bei ePilot die Möglichkeit bestehen, dass man neben Strom und Gas einfach E-Mobility als drittes Produkt sofort in dieser Endkundenportalwelt aktiviert. Das ist ganz wichtig. Und zum Thema Transparenz, man sieht es hier leider nur so ganz klein, gibt es auch eine Prozessführung. Und das war ein großer Wunsch von unserem Bestandskunden, als wir vor knapp 18 Monaten gesagt haben, wir fangen konzeptionell jetzt mal an, das ganze Thema aufzusetzen, dass man eigentlich eine Prozessführung, so wie wir das alle von DHL kennen, man bestellt irgendwo online was, das muss ja auch nicht bei Amazon sein, und dann kriege ich sofort einen Tracking-Code zugeschickt und kann einfach sehen, wo befindet sich eigentlich das Produkt, was ich jetzt online bestellt habe. Und genau diese Möglichkeit wird auch geschaffen jetzt für ein Produkt wie E-Mobility, also wie eine Wallbox beispielsweise. Das ist natürlich dann nach unserer Erfahrung, und da haben wir jetzt vielfache Erfahrungen in den letzten 3 Jahren gesammelt, schon so ein Punkt, wo man den Kunden auch nochmal ganz anders an sich gebunden bekommt. Und wo es dann natürlich deutlich einfacher wird. Jetzt hat der Kunde Meier die Wallbox bekommen, ist zufrieden, kann sein Elektroauto laden. Jetzt ist die Frage, hat er eigentlich schon einen Fahrstromtarif von Ihnen? Dass er deutschlandweit einfach auch sehr unkompliziert mit seinem Elektrofahrzeug dann Umi betreiben kann. Haben viele Versorger schon im Portfolio und Sie vielleicht auch. Wäre ein tolles erstes Upsell-Potenzial, wenn man es nicht direkt sogar schon mit der Wallbox im Bundle, das wäre mit E-Pilot auch kein Problem, verkauft hat. Aber was natürlich zum Beispiel auch naheliegend ist, und jetzt kommen wir genau dahin, was ich eingangs meinte, dass diese singuläre Produktvermarktung heute eigentlich viel zu kurz schlägt. Eine PV-Anlage in Kombination mit einem Elektroauto macht natürlich wahnsinnig Sinn. Dann idealerweise sogar noch mit einem Batteriespeicher versehen. Wenn wir so weit jetzt schon gekommen sind mit dem Kunden, ist es jetzt auch relativ einfach, diesen Kunden zu identifizieren. Der Kunde Herr Meier, bei uns ja schon klassischerweise seit 15 Jahren Strom- und Gastarif laufen, jetzt hat er noch die Wallbox dazu gebucht, scheint damit auch zufrieden zu sein. Jetzt muss ja die nächste Interaktion, und dann kommen wir immer wieder in diese Kreisbewegung rein. Und das ist wirklich auch ganz zentral, um den Kunden wirklich auch in diese ganzen Mehrwertlösungsprodukte reinzubringen, jetzt wieder abzuprüfen, wie sieht es eigentlich mit der PV-Anlage aus, ne, dann vielleicht auch wieder technisch zu prüfen,
Betas ein Angebot zu legen, zu umzusetzen und dann vielleicht im nächsten Durchlauf auch den Batteriespeicher noch hinterherzuschieben. Weil, das ist auch völlig legitim, ich bin mir relativ sicher, ich habe sehr intensiv auch früher im Solarbereich gearbeitet, wirklich auch geforscht. Ich bin absolut davon überzeugt, ich bin selber jetzt mittlerweile stolzer Besitzer eines Elektroautos. Ja, der nächste Schritt wird bei allen Kunden sein, ja, eine PV-Anlage wäre jetzt eigentlich eine super Ergänzung. Und die soll er natürlich nicht von der Konkurrenz kaufen, sondern logischerweise bei ihm. Genau, und wir glauben einfach, das, was ich gerade gezeigt habe, hört sich natürlich jetzt erstmal total richtig an. Das hört sich auch furchtbar einfach an. Es soll auch einfach sein, aber natürlich hat man, wenn man diese Routinen aufsetzt, schon erstmal einige Herausforderungen zu bewältigen. Ich denke, das ist Ihnen auch klar. Deswegen für uns, ja, steht das Software-System, das Software-Ökosystem ePilot an ganz zentraler Stelle. Das ist überhaupt erstmal die digitale Basis, damit das überhaupt alles möglich wird. Dann hatte ich schon gesagt, wir haben Kunden wie zum Beispiel Stadtwerke Hamm, die aus der Historie heraus immer schon sehr stark mit dem SHK Handwerk, mit Elektrofachbetrieben, mit Tiefbauern und so weiter sehr starke Partnerschaften aufgebaut haben und diese Partnerschaften eigentlich, ich sage es mal etwas überspitzt, von Excel gemanagten Prozessen jetzt einfach digitalisiert zu ePilot gebracht. Wir haben aber auch Kunden, die haben noch keine gewachsenen Partnerschaften, zum Beispiel im Bereich von E-Mobilitätslösungen. Deswegen ist ePilot nicht nur eine reine Softwarelösung, sondern hat schon voll mit integriert ein Partnernetzwerk. Wir nennen es Partnerökosystem. Das heißt, bei uns befinden sich schon eine Vielzahl von Partnern wie IBC Solar, Bayvarie kommt gerade noch dazu. Viele Partner aus dem E-Mobilitätsbereich, und das werden täglich mehr, plus die ganzen Regionalen, die jeder für sich natürlich in seiner Region, was ich gerade schon gesagt habe, gewonnen hat und sie jetzt einfach nur noch stärker befähigt, jetzt auf diesem, ja, in diesem digitalen Netzwerk noch effizienter zu arbeiten. Und das ist nicht nur für sie hilfreich und aus Kundensicht sehr attraktiv, sondern auch für den Partner, weil auch der Partner natürlich keine Zeit zu verschenken hat. Und natürlich möglichst effizient gemeinsam mit Ihnen natürlich so einen Prozess erfolgreich zum Ende führen möchte. Er möchte natürlich so schnell wie möglich sein Geld bekommen. Er möchte mit möglichst wenig Abstimmungsaufwand auch so eine Wallbox bei Herrn Meier installieren können. Genau das ermöglicht an der Stelle ePilot. Ist also aus unserer Sicht ein dreifacher Win-Win-Win für den Kunden. Natürlich für Sie als zentrales Element, aber natürlich auch für die Partner, die Sie benötigen, damit Sie so eine Ende-zu-Ende-Routine auch umsetzen können. Was aber auch noch wichtig ist, und deswegen freue ich mich heute auch, dass ich bei Items mit dabei sein darf, Ihnen das zu präsentieren, ist das ganze Expertenökosystem. Das ist für uns ein absoluter Schlüssel auch zum Erfolg, weil hier gibt es natürlich strategische Entscheidungen, die beleuchtet werden müssen. Wie müssen Prozesse aussehen? Da gibt es bei uns im Netzwerk einfach spezialisierte Berater, die Ihnen genau für solche Themen, wie muss ich eigentlich einen E-Mobilitätsprozess erfolgreich aufsetzen, Sie unterstützen können. Das können wir auch nicht alles leisten als Software-Cloud-Anbieter, aber haben einfach Partnerstrukturen, die das ermöglichen. Dann geht es natürlich noch weiter. Wie kriege ich jetzt, wenn ich so einen Prozess einmal erfolgreich in Gang gebracht habe und dann wirklich über drei oder vielleicht auch vierstellige Fallzahlen pro Jahr rede oder vielleicht sogar auch mehr, wenn es Commodity-Breitband ist, dann ist man vielleicht auch schon fünfstellig, vielleicht bei größeren Häusern noch sechsstellig. Dann geht es natürlich um Automatisierung, um Integration in nachgelagerte Systemwelten. Wir haben in Dortmund zum Beispiel gerade ein Projekt, wo wir vorne Boniversum als Bonitätsanbieter entsprechend automatisiert mit einbinden. Vielleicht muss man E-Net mit andocken und natürlich muss man irgendwie das ICU mit andocken oder vielleicht auch Lösungen, die in der Non-Commodity-Welt ja relativ viel Flexibilität bieten, wie ein Convergent Invoicing von SAP. Das muss natürlich dann integriert werden. Und auch das machen wir in der Regel gemeinsam mit Partnern, die da sehr versiert sind, gerade auch auf SAP-Welt, vielleicht auch bei Schleupen, Wilden, SIV, wenn es kleinere Häuser sind. Also dann ein großes Portfolio, um sie da bestmöglich auch zu unterstützen. Ja, wenn man nochmal ein bisschen anders drauf schaut, wie können Sie ePilot eigentlich nochmal ein bisschen anders greifen, damit es einfach auch nochmal klarer wird?
Ich habe gerade schon gesagt, bei ePilot geht es vor allen Dingen um eine hochmoderne Vermarktung auf Amazon-Level. Amazon ist jetzt mal die Benchmark, die machen auch nicht alles richtig, aber die machen zumindest schon sehr vieles gar nicht so schlecht und sind deswegen eben auch erfolgreich, weil sie auch diese Produktwelten nicht in 50 unterschiedlichen Shop-Systemen, das ist nämlich immer so der Vergleich zur Energiewirtschaft, hier gibt es die Commodity-Ecke, da ein bisschen EDL, da gibt es vielleicht noch ein bisschen Breitband, Hausanschluss liegt dann oft im Netz. Auch das kann man natürlich aus Kundensicht viel besser lösen. Aber das alles zusammenzubringen, dass es schlüssig für den Kunden wird, dafür ist ePilot eben entsprechend da. Und natürlich auch, und das ist auch so ein großer Fehler, den ich seit 10 Jahren immer noch sehe, der sich auch noch nicht so furchtbar verbessert hat. Wir haben schon einen Nachteil gegenüber den klassischen E-Commerce-Playern, Zalando, Amazon und so weiter. Wir haben in der Regel sehr komplexe Produkte mit ganz unterschiedlichen Prozessen hinten dran. Also ich habe gerade gesagt, Strom und Gas ist wie eine Versicherung ein virtuelles Produkt, kann vollautomatisiert durchrauschen. Ein Hausanschluss ist schon wieder ein ganz anderer Prozess, wo ich Tiefbauer und so weiter mit integriert habe. Und Solarprozess, da muss jemand aufs Dach klettern, auch das ist wieder ein anderer Prozess. Das muss aber an der Kundenschnittstelle alles hochattraktiv, modern. Man sieht jetzt hier ein Smartphone, mit dem Smartphone bedienbar, erlebbar, verstehbar und auch abschließbar sein. Das ist heute enorm wichtig und sehe ich fast noch nirgendwo in so einer Art und Weise, wo ich sagen würde, ja, das ist einfach schon sehr gut. Also genau diesen E-Commerce-Gedanken auch mit reinzubringen. Sie sehen jetzt hier auch Unternehmen. Wir werden jetzt Ende des Jahres in Deutschland den ersten Netzbetreiber live nehmen, der heute schon mit ePilot einen Online-Abschluss anbietet, der aber zum Jahresende den Hausanschluss per PayPal bestellbar macht. Und das finde ich persönlich schon sehr geil. Ja. Was PayPal dann auch direkt out of the box mit anbietet, ist, hey, kauft ihr den Hausanschluss doch per Ratenzahlung, 24 Monate, why not? Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen verrückt an, aber aus Kundensicht ist es völlig naheliegend. Ich bestelle den Hausanschluss mit dem Smartphone, ich verstehe, was ich da tue, obwohl ich diese Kaufentscheidung für den Hausanschluss vielleicht nur einmal im Leben. Vielleicht gibt es Leute, die bauen noch zweimal ein Haus, dann ist es zweimal im Leben. Da stellt sich aber keine Routine ein, wie bei dem Online-Shoppen von irgendwelchen Puma-Tennisschuhen. Ich denke, das ist völlig klar. Und das ist genau die Herausforderung, dass wir es aber so einfach unterbrechen, dass es sich so anfühlt, als wenn man sich Puma-Tennisschuhe bei Zalando bestellt oder bei irgendeinem Sportshop. Wenn man das genauso hinkriegt, und das ist schon eine Herausforderung, weil darauf sind wir spezialisiert und das kriegen wir wirklich auch gemeinsam mit unseren Kunden hin, und das beweise ich Ihnen nachher auch live, ist das natürlich ein wahnsinniger Vorteil, also ein Wettbewerbsvorteil, den man sich dann wirklich erarbeitet hat. Und sobald man eine Strecke auch digitalisiert hat, ist es sehr einfach auch, und warum nicht, den Hausanschluss zum Beispiel mit dem Strom- und Gasprodukt zu kombinieren. Als Netzbetreiber natürlich an Bundling-mäßig nicht möglich, aber es verbietet einem ja keinen, den Hausanschluss auch im Vertrieb anzubieten und dann die ganzen Produkte, die Sinn machen, ja, Glasfaser, vielleicht die PV-Anlage, die Wallbox, die Herr Meier gekauft hat, das alles gleich schon als On-Top-Produkte mit anzubieten. Und dann vielleicht auch direkt mit PayPal, kann auch Lastschrift sein, finde ich persönlich genauso einfach, direkt bestellbar zu machen. Das ist auch ein Grund, wieso ePilot sehr früh schon ein sehr leistungsfähiges Pricing aufgebaut hat, damit genau dieses ganze Zusammenspiel eben ermöglicht und dann auch sehr einfach synchronisierbar ist mit der dahinterliegenden ERP-Welt. Und ja, da ist natürlich SAP absoluter Platzhirsch. Dann gibt es natürlich bei kleineren Häusern, Sie sehen hier, Leutenbilden, SIV, entsprechende Lösungen, die dort meistens vorzufinden sind oder öfter vorzufinden sind. Und dann gibt es eine Reihe von neuen Systemen wie Power Cloud. Wir haben jetzt auch hier schon, weil wir den ganzen Markt in Europa eigentlich screenen, auch Unternehmen wie Octopus Energy, die aus England kommen, NSEC auch, haben schon mal mit aufgenommen. Also da wird sich noch eine Menge tun. Und was natürlich auch möglich ist, ist, wenn man sehr tiefgehende ePilot bringt, viele CRM-Funktionalitäten mit, aber da einfach noch weitergehen möchte, dann natürlich auch, das machen wir in Dortmund zum Beispiel, integrieren dann das SAP-CRM, was da eine 360-Grad-Ansicht erzeugt. Aber es kann natürlich auch etwas wie Salesforce Dynamics sein oder auch ein energiespezifisches CRM-System wie Cursor. Wichtig ist aber, Sie kriegen, wenn Sie es so aufsetzen, wirklich zum ersten Mal eine echte 300-Grad-Ansicht, wo Sie wirklich über alle Prozesse, über alle Kundeninteraktionspunkte die volle Transparenz bekommen.
um hier überhaupt auch performant, es ist ja nicht nur der digitale Layer, sondern wichtig ist ja auch, dass man die entsprechenden Mitarbeiter alle auch mitnimmt, das an der Kundenschnittstelle dann auch so ermöglicht. Ja, damit ich es mal ein bisschen konkreter mache, und ich glaube, da bin ich ja bei Items auch genau richtig. Items ist ja vor allen Dingen gerade im SAP-Umfeld auch sehr stark unterwegs, sehr versiert, viel besser als wir das natürlich sind. Wir verstehen da die Welt, soweit es eben für uns notwendig ist, an der Schnittstelle dann mit Sicherheit nur oberflächlich im Vergleich zu den Kollegen von Items. Aber ich glaube, viele von den Teilnehmern werden wahrscheinlich auch mit SAP unterwegs sein. Von daher ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, was ich gewählt habe. Hier geht es genau darum, dass man für den Commodity- und auch Non-Commodity-Bereich eine leistungsfähige Ja, wir haben gerade ein kleines Tonproblem. Ich versuche das gerade zu lösen. Ich hoffe, Sie können mich alle hören. Das ist blöd. Ich bin noch dabei. Ich kriege den, ja, ich weiß, Sie hören mich alle, aber ich kriege den Ton leider nicht. Wieder an.
Herr Nicola, können Sie sich mal lautstellen oder gucken, ob Sie auf Mute sind? Können Sie gerade noch mal gucken, ob Sie auf Mute sind? Sie müssten einmal Ihre PIN eingeben. Entschuldigung, einmal in die Runde. Warum auch immer das passiert ist. Wir kommen aber sofort wieder. Auch das passiert mal in einer Live-Sendung. Ja, ist jetzt blöd. Jetzt müssten Sie auch Herrn Nicolai wieder hören. So, Herr Sommer. Jetzt wurde es gerade wieder aufgehoben. Ja, warum auch immer. Ich sitze hier und lausche Ihnen gebannt. Ich weiß auch nicht, was das jetzt wirklich war. Also irgendwann kam die Stummschaltung, wurde aktiviert. Ich hatte gar nicht. Sitze quasi auf meinen Händen. Dann konnte ich es auch nicht wieder deaktivieren. Also sorry in die Runde. Ich glaube, wir nutzen selber für unsere Webinare GoToMeeting und müssen leider sagen, hin und wieder hängt es technisch dann doch das eine oder andere Mal. Ja, schade. Okay, gut. Aber das soll jetzt soll jetzt im Vortrag keinen Abbruch tun. Ich versuche einfach jetzt meinen Monitor wieder zu teilen. Rena, du müsstest mir nochmal ganz kurz. Oder muss. Ist das hier? Ja. Ich glaube, Herr Sommer muss mir genau. Ja, jetzt musst du zweiten Bildschirm. Und jetzt müsste es eigentlich wieder funktionieren. Mein Bildschirm übertragen und dann müssten wir eigentlich da sein, wo wir gerade waren. Perfekt. Herr Sommer, Sie können mein Bild wieder sehen? Ich kann alles wieder sehen. Ich kann Sie hören. Ich glaube, auch alle anderen können uns wieder hören. Okay. Super. Dann machen wir weiter. Das ist also live und in Farbe. Also alles nicht geschummelt. Ja, das war, glaube ich, der Beweis. Genau. Nein, aber wir liegen zeitlich immer noch gut. Also von daher perfekt. Dann mache ich einfach hier wieder weiter. Genau. Ich bin gerade eigentlich stehen geblieben. Dass ich hier in dieser Architektur einfach kurz zeigen wollte, wie so ein Aufbau auch gerade Richtung SAP im Zusammenspiel mit ePilot dann aussehen kann. Man sieht jetzt hier einfach einmal Widget, ist jetzt für uns die technische Bezeichnung für das, was wir als Customer Journey bezeichnen, also das, was Richtung Kunde ausgespielt wird. Wie gesagt, in knapp 5 Minuten zeige ich Ihnen das auch live. Wir haben vorne aus Performancegründen komplett E-Net standardmäßig integriert, genauso wie auch Universum. Natürlich könnte man hier auch GetAG und Schufa in Kombination fahren oder einfach E-Net mit Schufa. Da sind wir flexibel, das sind für uns einfach Standard-App-Integrationen zu diesen Anbietern
Und dann ist man in der Lage, mit diesem Aufbau, und das ist das Spannende, bei dem Kunden, den Namen habe ich jetzt nicht mit angeschrieben, ist es aber eben so, dass es vor allen Dingen darum ging, aus der Commodity-Welt heraus, diese ganzen Themen, die ich gerade auch schon benannt habe, wie E-Mobility, die Kaffeemaschine etc., als Bundling-Produkte sehr einfach und dann wirklich auch in Stunden ausspielen zu können. Und genau das haben wir mit diesem Aufbau auch erreicht. Der große Vorteil ist jetzt, wenn man dann Richtung SAP-Welt guckt, wir sind in der Lage, hier entsprechend das, was klassisch Tarifwelt ist, wenn es sich um einen Commodity-Bundle handelt, einfach weiter ins ISU zu schieben. Das ISU, genau wie heute, einfach diesen Commodity-Anteil abrechnet. Es muss auch gar nicht wissen, dass noch mehr dranhängt, weil das, was mehr dranhängt, in diesem Beispiel wird entsprechend von ePilot dann weitergeben ans Conversion Invoicing von SAP. Und in dem Fall, das hatte ich vorhin gesagt, gibt es noch ein entsprechendes Sub-CRM, wo man, ja, ich sag mal, 360-Grad-Ansicht für sich in den letzten Jahren aufgebaut hat. Das sollte jetzt auch so bleiben. Und da werden dann einfach alle relevanten Kundendaten entsprechend hingeschoben, sodass man eigentlich diesen großen Schmerzpunkt, ja, ich habe heute eine SAP-Welt, die funktioniert auch für das, was ich heute tue, aber ich bin eigentlich nicht flexibel genug, jetzt solche tollen Bundles, wie Herr Nikolai das vielleicht gerade gesagt hat, mal eben auch so dann umzusetzen. Mit so einem Aufbau ist das entsprechend möglich. Jetzt hat natürlich nicht jedes Haus ein Conversion Invoicing, ohne das vorher mit dem Sommer abgesprochen zu haben. Aber ich denke mal, genau für solche Fragestellungen ist Items ein super Partner, der sowas gemeinsam dann mit uns auch genau in so einer Konstellation dann aufsetzen kann. Also da werfe ich gerne die Bestätigung dazu sofort rein. Okay, super. Ja, das hätte mich sonst auch gewundert. Nee, klar. Das macht in der Kombination Items ePilot auch absolut Sinn. Hier ist einfach mal ein Beispiel gezeigt, wird gezeigt. Und ja, so sind ja auch Gespräche mit der Itemsgruppe. So würden wir es ja gerne auch hier aufsetzen. Wir haben mit der Tyga, auch da gibt es ein SAP, was man sich über viele Templates und knapp 60 Vertriebe und Netzbetreiber dann teilt, was aus meiner Sicht auch der völlige richtige Ansatz ist. Nicht, dass jeder sein SAP bei sich stehen hat, sondern dass man da wirklich auf leistungsfähige Hubs geht. So ist es bei der Tyga auch umgesetzt und da haben wir einfach Standard-Konnektoren entwickelt, wo wir einfach wirklich in Minuten neue Mandanten, also wenn ein neuer Netzbetreiber wirklich vorne diese ePilot-Welt, wie ich sie gerade gezeigt habe, für den Hausanschluss in Betriebssetzung umsetzen möchte, können wir in Minuten die Integration und die richtige Zuordnung auf der SAP-Seite eben entsprechend routen, sodass man dann sofort eben auch diese leistungsfähige Verbindung nutzen kann. Ein anderes Beispiel jetzt auch auf der Netzebene ist Westfalen-Wesernetz, einer der 10 größten Netzbetreiber in Deutschland mit knapp 1,2 Millionen Zählpunkten. Das ist natürlich jetzt wirklich schon sehr, sehr tiefgehendes Integrationsszenario, wo ePilot eben das Kundenportal, Dienstleistersteuerung, Angebotserstellung, das sind Teile, die sind noch nicht umgesetzt, aber das steht jetzt fürs nächste Jahr noch auf der Roadmap, dann eben verantwortlich ist und eben auch die zentrale Prozesssteuerung und Projektierung übernimmt und wir dann eben hintenrum angefangen beim SDM, MFI, PM, ISU, dann geht Smallbit-Integration noch auf Maßsystem, wirklich über den Prozess an der Stelle, wo wir Daten benötigen aus den Systemen, zum Beispiel GISC ganz am Anfang, um zu gucken, welche Sparten sind da eigentlich verfügbar. Und dann über die Prozesse, die Daten, die wir auch einsammeln, immer entsprechend phasenkonform in die entsprechenden Systeme, die wir hier sehen, auch dann übertragen können. Ja, so viel vielleicht vorweg, damit Sie vielleicht nochmal einen Eindruck zu ePilot kriegen und dann würde ich wirklich auch nochmal ganz kurz live was zeigen und dann haben wir aber auch noch 10 Minuten Zeit für Diskussion. Natürlich auch gerne vorher. Herr Sommer hat ja angeboten, dass er dann mit mir gemeinsam entsprechende Fragen auch gerne beantwortet. Ja, zu ePilot nochmal ein paar Key Facts. 2017 gegründet im August, also jetzt ein bisschen älter als 3 Jahre. Hauptsitz ist in Köln, wir haben noch eine Dependance in Wien, weil wir eben auf Deutschland, Österreich und Schweiz fokussiert sind. Haben aktuell 83 Mitarbeiter, werden nächstes Jahr auf knapp 130 wachsen. Ja, haben Ende 70 Kunden,
also bis Jahresende definitiv Richtung 85. Zwei weitere Gesellschafter neben dem Management-Team noch mit drin, ein großes Schweizer Softwarehaus, was wirklich auch eine weltweit führende Integrationstechnologie hat, die wir auch in Projekten, wenn es kompliziert wird, eben einsetzen können, gemeinsam mit den Schweizer Spezialisten. Und seit Ende letzten Jahres noch die Nacity AG aus Hannover, die selber sehr, sehr viel Geld auch in einen eigenen Digital Attacker, ähnlich wie eine EMBW, investiert hat. Und wir da eben jetzt mittlerweile voll integriert sind und eigentlich über dieses gesamte Portfolio und das, was ich gerade gezeigt habe, wie wir ePilot auch verstehen, von Commodity bis Netz, das Ganze entsprechend jetzt Prozess für Prozess gerade aufsetzen. Ja, und zum Team, wieso haben wir das geschafft, in so kurzer Zeit einfach auch uns so erfolgreich im Markt zu positionieren? Es ist ein junges Unternehmen, aber von den Gründern her eben, ich glaube, das ist auch der Erfolgsfaktor, eine vernünftige Mischung aus Energiemarktexperten wie meine Person, Vertriebsexpertise ist entsprechend auch bei mir da. Selat Todd kommt von Atlassian, sie kennt vielleicht Trello, Confluence, Jira. Das sind Systeme, die er maßgeblich in Sydney vor 2017 als führender Produktentwickler auch mit aufgebaut hat. Also absoluter Cloud-Experte an der Stelle. Ja, dann Rolf Bengen und Johannes Alte-Teigler. Selber schon mit vielen Unternehmen im Energiemarkt seit der Liberalisierung erfolgreich gewesen, vor allen Dingen auch im Backoffice-Geschäft mit BPO-Dienstleistungen auf Netz- und Vertriebsebene. Und dann Oliver Welsch, unser Produktchef, der selber für den Telekom-Vorstand, für die ganzen Innovationen verantwortlich war und da auch die verschiedenen Produktlinien, ja, von Festnetz über Mobil, Internet und auch neue Themen wie Smart Home eben verantwortlich war, das zu vernetzen, natürlich auf einem weltweiten Level, aber bei Energieversorger im kleineren Maßstab genau das, um das es auch geht. Ja, und ich glaube, das Team spricht für sich und das, was wir ja jetzt mittlerweile in vielen spannenden Projekten über viele Kunden machen, an der Stelle auch. Ja, von klein bis groß, wir sehen in der Enercity eine DW21, wir sehen die DVV, Karlsruhe, große Netzbetreiber, Westfalen-Weser-Netz, ERM, aber natürlich auch viele, viele kleinere Versorger, Stadtwerke Freudenstadt, Tecklenburger Land. Ja, und seit neuestem auch Stadtwerk Münster, was mich natürlich freut, weil wir da natürlich auch wissen, dass Items da ein sehr starker und geschätzter Partner auch ist für die Stadtwerke Münster. Und da sind wir beide eigentlich relativ zuversichtlich, dass wir da auch ja, gemeinsam die Expertise, die jeder mitbringt, dann wirklich in einer hohen Synergiegemeinschaft auch für Kunden wie Münster dann beispielsweise umsetzen werden. Ja, das soll es jetzt erstmal zum Vortrag gewesen sein. Jetzt möchte ich aber dann doch schauen, dass ich Ihnen noch mal was live zeige. Dafür muss ich jetzt noch mal kurz meinen Monitor sperren. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich jetzt hier auf meinen anderen Monitor komme. Sonst ist das aber auch kein Problem. Sonst schiebe ich einfach das, was ich vorbereitet habe, rüber. Und dann sollten Sie das entsprechend auch sehen können. Jetzt muss ich nur ein bisschen nach rechts gucken, weil ich da auf eine große Wand schauen muss, auf der ich Sie jetzt dann entsprechend versuche, mal durchzuführen. Und habe hier einfach schon mal verschiedene Links mitgebracht. Das erste Beispiel, was ich mir gerade spontan vor dem Vortrag überlegt habe, ist SVO aus Celle. SVO aus Celle ist noch gar nicht so lange ePilot Partner. Ist aber spannend, weil bei der SVO es so war, die haben gemeinsam mit Excubate, das ist auch ein sehr innovatives, eine sehr innovative Beratungsboutique aus Köln, die wir über ein gemeinsames Projekt bei der NEW in Mönchengladbach kennengelernt haben, entsprechend Richtung E-Mobility beraten. Und da war so die Herausforderung, hey, wir wollen dieses ganze Thema Förderung für Ladeinfrastruktur, das wollen wir hier entsprechend so schnell wie möglich umsetzen. Wir wollen vom Start weg bei diesem Thema 900 Euro Förderung mit dabei sein. Wir haben es einfach gemeinsam mit der SVO und Excubate geschafft, innerhalb von 3 Wochen hier sehr, sehr leistungsfähig angefangen, wirklich vorne an der Kundenschnittstelle bis zur technischen Umsetzung SVO zu ermöglichen, das hochmodern auch zu machen. Und hier sieht man jetzt, hier gibt es einen Leistungskatalog von vier Wallboxen. Sie sehen hier Preise, Leistungsmerkmale. All das ist an der Stelle schon komplett ePilot. Und wenn ich so eine Box hier entsprechend auswähle, dann bin ich hier schon in der
Interaktion und bin jetzt hier in so einer Customer Journey wie ePilot, die sehr einfach ermöglicht und auch hochkonfigurativ. Ich gebe jetzt mal Zelle an und hoffe, dass ich eine Postleitzahl getroffen habe, wo das Ganze verfügbar ist. Möchten Sie diese Förderung, möchten Sie die Förderung der KfW für Ihre Wallbox nutzen? Ja, klar, das möchte ich natürlich. Jetzt sieht man rechts, werden auch Preise entsprechend angezeigt. Wie wollen Sie die Wallbox nutzen? Ich würde sie gerne privat nutzen. Ja, jetzt hängt mein Rechner gerade ein bisschen. Das Schwierige, oder ist das jetzt hier auf der Strecke? Nee, na, jetzt das hat einen Moment gedauert. Jetzt über den Monitor ein bisschen schwierig. In Ihrem SVO E-Mobilitätspaket ist ein Ökostrom-Tarif enthalten. Was trifft auf Sie zu? Jetzt kann ich das nicht so gut lesen, aber ich nehme mal das unterste. Ich bin bereits SVO-Kunde und habe ein SVO. Nee, das nennt nicht. Und hier sieht man eben dieses Cross-Selling-Potenzial, das genau um das es geht. Also einfach nur eine Wallbox hier zu verkaufen, wäre nicht smart, weil wenn ein Kunde sich für so ein tolles Angebot entscheidet, ist nach unserer Erfahrung, und das mache ich jetzt wirklich seit fast 10 Jahren, extrem einfach, ihm auch gleich den passenden Stromtarif, Ökostrom, Fahrstromtarif, wie auch immer, mit anzubieten. Das sollten Sie auf jeden Fall tun. Wünschen Sie eine Installation der Wallbox? Auch das ist eine legitime Frage. Und dann sieht man eben diese spielerische. Ja, nein, das ist wirklich für den Kunden sehr einfach durchdeklinierbar. Und vor allem, er kann es auch, jetzt gucken wir hier natürlich auf dem klassischen Desktop-Screen, er kann das auch sehr einfach auf dem Smartphone tun. Jetzt gibt es ja noch eine Frage zur Zähleranlage. Sorry, das Problem ist, dass der ein bisschen weiter weg steht. Ich kann es nicht ganz erkennen. Ich entscheide mich mal für die erste Option. Da wäre jetzt hier gerade wieder das Thema. Ah, jetzt geht's. Genau. Jetzt geht es hier noch um die Ermittlung des Installationsaufwands. Ich klicke jetzt einfach mal eine Option an und jetzt sieht man hier, zack, ich kann das Ganze auch entsprechend wechseln und man sieht jetzt hier, dass Realtime verschiedene Preiskonstellationen sofort aus ePilot heraus nach vorne transportiert werden und man so wirklich dann sehr leistungsfähig direkt mit wenigen Klicks den Kunden hier zum Abschluss bringen kann. Ein zweites Beispiel, was ich Ihnen gerne zeigen würde, sind Stadtwerke Felbert, ein Versorger mit knapp 200 Mitarbeitern, 170 Millionen Euro Umsatz, die sich vor einiger Zeit entschieden haben, ja, wir wollen in den Glasfaserausbau investieren, bezeichnen das selbst als Jahrhundertinvestition, investieren 100 Millionen Euro. Technisch enorm brillant, vertrieblich gab es Herausforderungen, die wir jetzt aber auch gelöst haben. Auch hier wieder gab es einen sehr, sehr versierten Partner an der Seite, der selber interimsmäßig auch die Preisleitung übernommen hat und auch noch ein komplettes Door-to-Door-Team aufgebaut hat, was jetzt mit Tablets und E-Pilot-Technologie wirklich durch die einzelnen Ausbaugebiete zieht. Wir haben es geschafft, innerhalb von 6 Monaten 2.500 Abschlüsse zu generieren bei einem Netzgebiet, was ungefähr ein Potenzial von 30.000 Anschlüssen mit sich bringt. Ich glaube, das ist ein hervorragendes Beispiel und auch wirklich ein toller Erfolg für die Stadtwerke Felbert, sowas einfach jetzt in diesem Jahr innerhalb von den ersten 6 Monaten noch zu realisieren. Und hier sieht man jetzt verschiedene Angebote. Ich möchte jetzt hier direkt das empfohlene Superpaket mit 1000 Mbit entsprechend abschließen. Was man hier jetzt sieht, wir haben einen kompletten Verfügbarkeitsservice auch mit integriert. Je nach Ausbaugebiet kriegt man auch direkt Realtime die richtige Response. Ich suche mir jetzt hier ein Ausbaugebiet aus, wo ich weiß, hier kann ich jetzt schon bestellen. Das ist diese Adresse, die habe ich mir gemerkt, am Hugenbusch 11. Sehe dann wirklich nochmal alle verfügbaren Tarife und sage jetzt, okay, 1000 Mbit, super, das möchte ich gerne haben. Kriege hier sogar noch bis 31.12. eine Fritzbox mit dazu, klasse, die nehme ich natürlich mit und habe hier die Möglichkeit, mir die verschiedensten Optionen, ach, italienisches TV hört sich auch gut an, wollte ich sowieso mal verbessern. Monatsrechnung per Post, nee, das brauche ich nicht. Einrichtungsservice, einmalig für 89 Euro, super. Bin da nicht so ganz bewandert und finde es einfach toll, wenn das jemand für mich machen kann. Habe hier sofort in meinem Shop, meinem Warenkorb alle Informationen. Hier sieht man schon, das ist genau diese Leistungsfähigkeit, die wir da mitbringen und wo wir dann hinten auch separieren können. Da gibt es Anteile hier, die könnte ein ICU gar nicht verarbeiten. Hier geht es auch sowieso an ein Breitband-Backbone-System.
Hier könnten aber auch ein Stromtarif noch mit dabei sein. Hier könnten wir Richtung ICU routen. Also da sind wir wirklich dann flexibel. Wenn man jetzt hier weitergeht, muss man das Ganze ausfüllen. Dann werden noch Rufnummer, Mitnahme etc. abgefragt. Wie viel zusätzliche Rufnummer möchte ich eigentlich haben? Und dann wird hier bei dem Backbone-System auch vollautomatisiert, entsprechend der Vorlieferant, kann man dann auswählen, das kann die Telekom sein zum Beispiel, kann dann vollautomatisiert entsprechend auch gekündigt werden. Also hier haben wir wirklich eine sehr tiefgehende Integration auch geschaffen. Ein weiteres Beispiel sind Stadtwerke Gütersloh, die vor knapp 3-4 Monaten Website-Relaunch gemacht haben und wir vorher schon im ganzen EDL-Geschäft mit Gütersloh sehr erfolgreich unterwegs waren. Und jetzt auch das Ganze im ersten Schritt Commodity-Geschäft auf ein neues Level gebracht haben, mit der Option natürlich jetzt auch diese ganzen Zusatzoptionen mit anzubieten. Hier sieht man jetzt, hier werden verschiedene Tarife jetzt gerechnet, auch alles sehr ansprechend. Hier ist zum Beispiel dieser Ladestromtarif, wo heute noch nicht die Wallbox hinten dranhängt, aber das werden wir jetzt auch demnächst entsprechend genauso anbieten. Ich entscheide mich jetzt einfach mal für den Optimalstrom. Und auch hier sieht man jetzt, und das könnte ich jetzt auch mal auf, das ist auf dem Fernseher leider nicht ganz optimal, sorry. Wir sind eben spezialisiert darauf, wir denken das alles mobile first. Und ja, Sie würden es auf dem Handy sehen, probieren Sie es klar gerne mal aus, aber schließen Sie bitte nicht ab, außer Sie möchten in Gütersloh wirklich Kunde werden, dass das auf dem Handy hervorragend funktioniert und mittlerweile eigentlich auch Marktstandard ist, was wir da entsprechend anbieten von der Technologie her. Gut, ja, 10 Minuten Zeit haben wir nicht mehr ganz, aber ich bin trotzdem jetzt noch durchgekommen, trotz kleiner technischer Panne. Hoffe, es hat Ihnen gefallen und würde mich natürlich freuen, wenn wir jetzt einfach noch ein, zwei Fragen haben, die wir gerne gemeinsam jetzt noch beantworten können. Ja, prima. Danke, Herr Nikolai. Ich finde das auch persönlich ein sehr spannendes Thema, weil ich das Glück hatte, noch mehr oder weniger in der alten Welt bei meinem Strom- und Gas- und Wasserlieferanten um alle möglichen anderen Seitenprodukte buhlen zu müssen. Es war viel Papierkram, bis ich dann irgendwann an der Solaranlage gescheitert bin und das nicht abgeschlossen habe, weil es eben ein Weg war, der mich durch ungefähr 3 Leitsordner Papier geschickt hätte, um am Ende des Tages dann mich selbst um den Solateur kümmern zu müssen. Ja. Das wurde jetzt geändert, nachdem ich den Leidensweg hinter mir hatte. Kommen Sie um die Ecke und sagen, das geht alles online und das kannst du alles quasi, während du im Stau stehst, auf dem Weg zur Arbeit mobil erledigen. Ich glaube, das ist schon eine Revolution. Oder bezeichnen Sie sich selbst oder sehen Sie sich auch so ein bisschen selbst in der Rolle der Revolutionäre? Wir haben eben Ihre Mitstreiter gesehen. Da sind ja auch echte Haudegen dabei, ja, Johannes Altteichler und Rolf Benken, auch Urgesteine der Energiewirtschaft. Sehen Sie sich so in der Rolle des Neuerfindens auch des Vertriebsprozesses? Ja, also definitiv. Definitiv. Ich war vorher 6 Jahre lang bei Trianel, habe davor mal so dieses ganze Geschäft bei Lichtblick, was über Strom und Gas hinausgeht, mittlerweile entsprechend aufgebaut. Und ja, ich sehe einfach und das sind ja die meisten Energieversorger, auch kommunal geprägten Versorger, ein enorm hohes Potenzial. Ich sehe viele tolle Mitarbeiter, die man einfach mehr entfesseln muss. Die es einfach einfacher haben müssen und dann bin ich fest davon überzeugt, einen hervorragenden Job machen können. Und ja, das ist auch das, was uns antreibt. Wir wollen aus Energieversorgern wirklich Unternehmen machen, die in ihrem definierten Gebiet, das kann deutschlandweit sein, das kann die Region sein, es wirklich sehr einfach haben und der Wettbewerb damit sehr schwierig. Diese Produkte sind meistens tolle Produkte, die aber leider komplex noch sind von der prozessualen Abarbeitung und auch von der Vermarktung her. Sie haben es gerade ja sehr schön mit den Leitsordnern beschrieben. Das sehen wir leider auch noch viel zu häufig. Wir wollen diese Unternehmen da wirklich in eine führende Position bringen. Ich glaube, Hand in Hand, noch mit starken Partnern wie Items, wird das auf jeden Fall gelingen. Und das ist auch das, was mich motiviert und antreibt. Ja, also die Anzahl der Ihrer Referenzen, die lässt ja schon auch ein bisschen den Hut ziehen.
vor der Leistung 2017 wurde ePilot gegründet. Ich glaube, es passten jetzt nur noch sehr, sehr kleine Logos mit auf die Referenzseite drauf. Zeigt ja auch, dass das Thema ankommt. Weil, ich sag mal, das Thema neben tarifgebundenen Produkten wie Strom, Gas auch noch andere Produkte zu verkaufen, ist ja nicht neu. Ich habe mich immer gefragt, warum das nicht Stadtwerke schon viel früher machen. Die sitzen ja auf den Daten und auf dem Wissen, wenn irgendwo ein Neubaugebiet ist. Wer zieht da ein? Und was sind da für Haushalte? Die haben ja die Daten. Warum werden die wohl aus Ihrer Sicht noch nicht so genutzt? Ja, ich sag mal, aus meiner Sicht scheitert das wirklich daran. Natürlich ist jetzt die Idee, und Yellow macht es ja auch seit einigen Jahren vor, auch das können wir, glaube ich, gemeinsam noch besser machen, aber dass man die PlayStation zum Stromtarif verkaufen kann. Die Ideen gibt es ja. Aus meiner Sicht scheitert es wirklich an dem, was ich an diesen Eingangsthesen, man hat eine fragmentierte Softwarelandschaft. Man muss gerade da, wo man in eine gewisse Prozesshäufigkeit kommt, braucht man das, kann man es nicht zu Fuß machen, sondern man braucht einfach das digitale Backbone, was da auch so mitziehen kann, wie man sich das gedanklich vielleicht vorstellt. Und das war in der Vergangenheit einfach zu komplex und wirklich dann auch sehr teuer, so dass es wirklich dann nur sehr, sehr große Häuser mit entsprechenden Skaleneffekten, wie vielleicht eine Yellow oder auch eine E.ON jetzt in ersten Zügen oder eine Badenova dann auch umgesetzt haben. Ja. Nur, das ist für mich auch nur der erste Schritt. Das ist der erste Schritt, weil das ist nett, man sollte das tun. Ich bin auch großer Fan von. Richtig spannend wird es natürlich, wenn man jetzt den Stromtarif mit solchen Geschichten, wie wir es gerade in Celle bei der SVO gesehen haben, kombiniert. Wenn man die PV-Anlage über 18 Jahre Pacht für 69 Euro noch direkt mit dazu gucken kann als Kunde, dann wird das eine verdammt enge Partnerschaft, dann wird das ein spannendes Geschäft für Energieversorger, wirklich die werthaltigen Themen aus der Nische rauszuheben. Das ist das geht durch Enabler wie Strom und Gas. Wir wissen heute alle, das sind die Cash-Cows, darüber verdient man heute das Geld. Alle wissen aber auch, in Zukunft wird es wahrscheinlich enorm schwierig, darüber noch eine ähnliche Margensituation zu erreichen. Es ist ja völlig naheliegend, dass ich das, wofür mich jeder kennt, Strom und Gas, direkt koppeln mit dem, wenn man jetzt Umfragen in den einzelnen Städten der Teilnehmer machen würde, würde überall das Gleiche rauskommen. Auch in Celle, so toll das Angebot jetzt ist, die wenigsten Kunden werden jetzt wissen, das gibt es bei der SVO. Und das zu kombinieren, werthaltiges Geschäft, was zukunftsfähig ist, mit dem, wo ja alle sagen, das wird in Zukunft schwieriger, in Commodities ähnliche Deckungsbeiträge zu ziehen, das zu kombinieren. Und das sehr einfach und vor allen Dingen, man muss da auch ausprobieren können. Und es darf nicht jedes Mal wieder 2 Millionen Euro kosten und 18 Monate dauern, sondern man muss eigentlich in Wochen herausfinden, ist es jetzt das? Treffe ich jetzt mit dem Fahrstromtarif plus dieser Wallbox, treffe ich den Nerv der Zeit? Treffe ich das, was die Kunden eigentlich möchten? Wenn nein, ist es nicht schlimm, weil ich es sehr schnell ändern kann, zurückbauen kann und anders wieder neu aufsetzen kann. Und das wirklich in Tagen, in Wochen, zu nicht relevanten Kostenpositionen. Ja. Da müssen wir gemeinsam hinkommen. Ja, also wir sind schon zusammengekommen, deswegen machen wir auch zusammen dieses Webinar. Also mich haben Sie überzeugt, wenn ich Stadtwerke-Chef wäre, dann würden wir sofort auch zusammenkommen, einfach aus der eigenen Leidensgeschichte, die ich da hinter mir habe. Und einfach aus der Fragestellung, die mich schon lange bewegt. Ja, ich sitze auf dem Wissen, ich sitze auf den Daten. Wir haben über das Gold der Zukunft, Daten gesprochen. Jetzt hätten wir einen Weg, tatsächlich, wie man es auch nutzen kann. Und wie man dann eben auch, ich sag mal, aus einer serviceorientierten Prozessarchitektur dann auch wirklich für beide Seiten, für alle drei Seiten, ja, den optimalen Weg rausschlägt. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Wir haben die technische Panne, wenigstens zeitlich wieder rausgefahren. 4:04. Ich bitte die Tonprobleme zu entschuldigen. GoToMeeting ist gut für manche Sachen. Hat es die eine oder andere Tücke und Macke? Nochmal meine Bitte um Entschuldigung für die Tonprobleme. Entschuldigung, Herr Nicolai, an Sie für die Unterbrechung im Vortrag. Ganz herzlichen Dank aber auch erstmal an Sie, an den spannenden Vortrag. Und einmal einen Blick auf die Reise, auf die da viele Unternehmen noch gehen sollten, schon gegangen sind, aber die da tatsächlich auch noch gehen werden. Ganz herzlichen Dank an alle Zuhörer und Teilnehmer. Und noch ein kleiner Werbeblock
mit dem Ausblick auf die kommende Woche. Dort haben wir wieder 15 bis 16 Uhr dienstags Energy Week und dann mit dem Thema Billing for Us und mit dem Blick auf Billing for Us 2.0 und den Blick auf SAP. Ja, meinen herzlichen Dank nochmal in die Runde und ich freue mich, wenn Sie uns treu bleiben und nächste Woche Dienstag, ja, dass wir schön wieder einschalten und ja, bis dann in die nächste Runde und also bis dann, bleiben Sie alle gesund und sage Tschüss. Tschüss, vielen Dank auch von meiner Seite.